So. Willkommen zurück hier in unserem Spital, wo wir noch ein paar Forschungspunkte brauchen. Deshalb warten wir jetzt einmal, wie weit es hier geht. Die Tech-News des Tages werden von einer aufregenden Entwicklung dominiert. Ein Krankenhaus ist jetzt in der Lage, ein Spritzenhaus mitsamt neu entwickeltem Spritzmeister einzurichten. Das klingt ja überhaupt nicht unangenehm. Wir können jetzt ein Spritzenhaus machen. Wir bekommen unseren zweiten Stern. So, Spritzenhaus ist fertig. Bilder 20, alte heile 100. Ja, also das könnte man sogar hin. Was ist das? Ich kann wahrscheinlich. Wir wollen das so viele machen. So. Motivation ist immer gut, wenn Leute lernen, deswegen werden wir auch ein paar reinhauen in den Kurs. So. Krankenhaus wächst. Das Krankenhaus sofort zu verlassen. Ja. Zwei Ärzte. Für die Flüssigkeitsanalyse wird ein Krankenpfleger benötigt. Zwei Dinger und einen Hausmeister noch. Aber geldmäßig sind wir ganz dabei. Schauen wir uns mal noch mal das Personal an. 35. Latenzen, Zufriedenheit. Schauen unsere Preise auf. Wenn wir über 10% mal drauf geben. 10% mal gewinnen. Das schaut eigentlich auch gut aus, also. Heilung ist gut. Die Heilungschancen sind gut, besser gesagt. On the top. Kein Retreat, ich habe noch 235.000 auf der Kante. Tippitoppi. Arzt machen, dass wir das mit der Forschung lernen. Weil theoretisch könnten wir auch noch. Anmerkung ans Personal. Seien Sie nicht gestresst. Diese Werbeeinblendung wurde aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zwischen Radio 2Point Forschungszimmer auch bauen. Jumbo Nuts entfernt. Oh, warte. Der Name Jumbo Nuts sollte gar nicht erwähnt werden. Können wir es nochmal aufnehmen? Okay, super. Mehr 2Point. Immer wieder. Dann hier weiter. Upgrade hier rein und hier gehen wir in die Weiterbildung der Forschung. So, da werden wir. Stance-Arzt. Western. Weiter rein. Ja, es läuft. Unser kleines, feines Krankenhaus. Das ist schon eigentlich unser größtes, was wir bis jetzt hatten. Beim nächsten werden wir es ein bisschen anders angehen. Wir haben uns jetzt den dritten Stern hier. Hoffentlich. Was sieht hier eigentlich sehr gut aus.
können wir eigentlich weiterbilden. Mich ausbilden hast. Labore laufen. Und eine fette Wartestange. Machen wir wirklich beim nächsten Mal, machen wir das. Farbtherapie. Auf Farbtherapie. Farbtherapie. Poster. Bell. Pflanzen sind immer gut. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fragen Sie sich doch erst einmal selbst, warum das so ist. Hat nichts geholfen. Ein Rivale nähert sich dem Krankenhaus. Ein Rivale? Intelligenz gearbeitet. Weiterbildung abgeschlossen. Können wir noch ein bisschen warten hier jetzt? Die ehrliche Preisverleihung holen wir uns zum dritten Mal das Krankenhaus des Jahres. Sicher. Sicherlich. Krankenhaus des Jahres. Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose, bitte. Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose. Das fiel jetzt wieder Leersal. Forschungszimmer ist gar nicht vielleicht so eine dumme Idee, weil je mehr ich erforsche, irgendwann brauche ich ja die nicht mehr. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich hier jetzt auch sage, ich tue gleich hier da auch Forschung. Sogar noch anmachen. Auf Radio Tupol. Jetzt auch wegen dem dritten Stern natürlich mache ich das jetzt. Paleontology-Abteilung der Orbi-Stiftung ist nichts als ein Haufen Hokuspokus, wenn Sie mich fragen. Ich sagen, jetzt mache ich es noch ein Zimmer, aber das mache ich jetzt eben wegen. Sein, um zu merken, dass Ihre einzige Behandlung aus Gehirnwäschen besteht.
Würde ich denn jetzt noch eins machen? Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung verlangt. Das noch? Dann machen wir jetzt das. Teilnehmer. Egal. Wir könnten aber noch bei Ärzte einstellen. Und uns jetzt noch zwei holen. Ah, dann geht das mit dem Punkt natürlich auch schneller. Sehr schön. Sehr schön. Müssen wir wirklich diese Preise zahlen? Hinweis für alle Patienten. Bitte unterlassen Sie es, sich zu erbrechen. Personal. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. 988.000 geben wir nur auf für... Und nun eine neue Ausgabe von Pickleworths Bewertungen, in der ich das neue Fitnesscenter in Lower Bollocks unter die Lupe nehme, das Knackpo-Studio. Ich habe einen sehr angenehmen Nachmittag in der dortigen Sauna verbracht, aber die Gerüche auf dem Korridor waren nicht nach meinem Geschmack. Kurz gesagt würde ich die 400.000 in 90 Tagen vorziehen. Oder ob wir das schaffen. Rodelt jetzt hinauf, glaube ich. Der Arztpraxis verlangt, kann er da? Ja, 360.000 haben wir schon, also, krass. Preise senken. Machen wir es halt 10% billiger. Wie soll das recht sein? So, das mit der Forschung. Fällt mir eigentlich auch ganz gut. Können wir aber gleich nochmal irgendwann ausbilden. Diagnostik.
Gut, eigentlich für das 3 Sterne bräuchten wir jetzt nur mehr 12 Patienten. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Jetzt waren es nur 11.000 Gewinn. Haben wir so viel ausgegeben? Der ist einer tot. Ich scheue mich nicht, Ihnen die unverblümte Wahrheit zu sagen, liebe Hörer. Es ist im Studio heute ein wenig kühl. Die Heizung ist ausgefallen und das Fenster lässt sich nicht schließen. Ich habe keine andere Wahl, als mit einem exzessiven Überlebenstraining zur Abhärtung zu beginnen. Wenn Sie mich nun bitte entschuldigen. Okay. Was hat er vor? Ja, wir haben unseren dritten Stern bekommen. Weniger mit Mixup und Server freischaltet. Guter Bonus 30.000. Ja. Gut, dann war es das auch eigentlich mit der Folge. Wir gehen speichern einmal. Wir gehen nur so kurz zur Karte. Ja. Hm. Ja, genau. Was ist das? Ja, wir haben hier die 3 Sterne erreicht. Dann ist der nächste der hier. Den werden wir dann das nächste machen. In Tumble. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao und Baba.